Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J'Kriss. Priviert. Und MTB Crafter. Hallo. Und es wurde sich gewünscht, dass wir BT7/5/Low-Tier-Russen fahren. Und das tun wir doch. Wir haben ein bisschen genug vom High-Tier gerade, jetzt entspannen wir uns ein bisschen. Wird bestimmt super entspannt. Kennt das doch. Ja. Also Jungs, ich will jetzt Peak-Performance sehen. Also es wird bestimmt entspannter als eure Automagic-Folge. Ja, das ist unentspannter geht nicht. Also das war schon harter Tobak. Leute, falls ihr das nicht gesehen habt, guckt es euch an. Also ich glaube, so gesuffert habe ich in letzter Zeit nicht irgendwo anders. Ja, es war... Wenn ihr ein bisschen lachen wollt, weil ihr es mögt, wenn Leute leiden, guckt euch das auch an. Ja, das kann man so unterschreiben. Da cappen wir erstmal. Guckt einer hier rüber, dann gucke ich nach links, oder? Guckst ja, du nach links? Sobald dann ich die Mauer kaputt gemacht habe, fahre ich dahin. Die armen Katyushas. Ja. Ich vergesse ja mal, dass er so komisch nach. Lenkt. Ja, der hat ein ganz komisches Lenkverhalten, aber das liegt halt daran, dass der so lang ist. Ja, außen sind noch welche. Also schon. Oh, ja, da ist ein kleiner. Ist der direkt bei dir? Ja. Ich guck hier hin. Hat nur gewartet, kleine Bösewicht. Von wegen, das wird entspannt. Hab ihn. Voll ins Gesicht geschossen, es tut mir fast leid. Aus der Richtung kommt was. Schieß einfach mal. Ich hab nichts getroffen. Du hast meine Deckung weggemacht! Oh verdammt, der guckt ja. Warum guckt der? Ich hab seinen Lichtschützen. Und der Rest. Ja. Hält auf einmal die Mauer vor mir oben. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss. Also außen sind noch mehrere. Gegner hier. Ja, ja, da ist ein Jagdpanzer 1 und ein Squeezy Boy. Hilfe, ich werde beschossen. Au. Von wo? Ich auch. Gute Frage. Oh, lol. Au! Da ist noch einer. Dieses Nachlenken ist echt anstrengend. Ja, vor allem wenn man schnell fahren will, ne? Nee, ich find's vor allen Dingen mies, wenn du langsam irgendwie manövrieren musst. Okay, wo hast du da was? Ah, da vorne. Okay. Ja, da kommt einiges, David. Da kommen Japaner. Ist raus. Sehr schön. Ich bin hier gerade wirklich nicht sicher. Aber jetzt fahre ich wieder weg. Oh Gott. Alles explodiert. Hi. Have a great day. Ja, BT5, BT7 geht immer. Da kannst du nichts falsch mitmachen. Das ist halt echt witzig, wie der es gar nicht lenken will und dann überschreitet er total. Au, 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 au. Wie hat der mich nicht gekillt? Mich hat gerade ein Panzer 2 von hinten voll gesprayt mit seiner zwei. Hä? Wait, what? Von meiner Wanne aus, rechts. Wo war denn deine Wanne? Also der fährt jetzt zwischen euch diese kleine Straße lang. Die quasi in einem T zu euch führt. Ah, okay. Oh ja, ich sehe. Und er sieht mich. Ich fahre von der anderen Seite an ihn ran. Ja, ist genau da. Warte. Ja, er guckt immer noch zu mir. Hab ihn. Sehr schön. Very well. Na, war ja klar, war ja klar. Wir haben die 112er am Himmel. Aber wird direkt runtergeholt. Sehr gut. So muss okay, da sind noch zwei und eine U87. Hilfe! Ja. Ihr habt da die Posi im Griff. Ich denke, ja. Und es sei mal wieder gesagt, ich krieg immer mal wieder Fanmail, wo drin steht, wir sollen doch bitte auf unsere Ausdrucksweise achten. Ich verstehe, dass man ein Freund der deutschen Sprache ist. Ich mag sie auch. Aber während des Spielens ist schnelle Kommunikation das A und O. Und da fallen dann halt auch mal englische Begriffe. Cool. Yes. Warum habe ich denn bei Anix? In A sind zwei Leute.
Warum sind da zwei Leute? Warum habe ich da nichts gesehen? Warum tust du das? Warum tun wir das? Warum bin ich blind? Das ist eine gute Frage. Zu viel Wodka. Warum liegt mir Stroh? Warum liegt mir Stroh? Nee, aber ich habe keine Maske auf. Jetzt können wir direkt wieder auf. Oh, da ist ja ein Squeezy. Er hat meinen Motor bekommen. Er hat aber irgendwas Bebuschtes. Bei A. Bumm. Bei mir ist ein Panzer 3. Ja, ich bin gerade am Reparieren. Bin in 4,5 Kilometern da. Ach, da ist noch ein Panzer 2 gerade hier oben durchgerauscht. Verdammt. Driver Lauder Machine Gun. Sehr schön. Tschüss. Eieieiei. Pumpe. Also von mir aus eben noch ein bisschen mit dem 57 entspannt und so, ne? Voll schon wieder voll. Ja, hoch. Furchtbar, ne? Also wenn immer dieser Stress. Wenn ihr Ziele habt, dann sagt ruhig Bescheid. Ich bin jetzt über euch. Der irgendwo hier, genau in die Richtung. Okay, never mind. Ich habe ihn aus der Party one-shotet. Okay. Das geht auch nur mit Russen, ey. Das ist echt so. Oder ist ein Flieger? Ja, ja. Die, wie wir spielen gegen Deutsche, die werden halt alle mit ihren Megafliegern unterwegs sein. Ja, aber das sind Japaner. Die sind auch nicht schlecht. Gut, generell im Load hier sind Flieger noch echt gut. Ah, generell aber Japaner. Ich freue mich auch schon auf die Zero, die im Game Battle Pass ist. Ja, ja. Ich finde Zero ist extrem hübsch, muss ich sagen. Ja, und die hat ja noch ein bisschen Zuladung und sowas. Das ist... Die kann zwei ziemlich dicke Raketen mitnehmen. Ich fahr mal zu B rüber. Ich hol mir kurz ein neues Crewmitglied. Einen neuen Comrade, bitte. Tovarisch, spring drauf! Oder sollen wir die Zero jetzt auch Null nennen? Du Null, ey! Ich freue mich noch auf die Null, wenn sie im Battle Pass kommt. Oh Mann. Ich glaube, hier vorne kommt irgendwas. Ich sehe noch nichts. Ah doch, da ist was. Und mit irgendwie ein Schuss her, ja. Da ist was. Verdammt. Aus. Ja, ich. Oh nein, hinter mir war auch einer. Hinter mir? Ja, der kam von hinten. Aus unserer Spawn-Richtung. Ich gehe auch mal in ein Flugzeug. Da unten ist mir zu viel Action. Alter, BT-5 ist echt so ein unfaires Ding. Also von hinten kam jetzt ein Panzer 38 nach A reingefahren. Okay, Roger. Oder Panzer 35, ich bin mir nicht sicher. Ein tschechischer Panzer, meinst du? Ja, ja, einer von denen. Das heißt nämlich nicht Tonne, Leute. Das heißt toll. Das heißt toll. Und das bei den russischen Panzern, dass das in Klammern das R heißt, riesengroß. Ah, sehr gut, die schießen sich schon selber ab. So, du hast gesagt, hier ist ein Panzer. Ja, was? Ja, ja, wo war so die einer. Denn? Ja, ja, ja. Krass, den habe ich nicht gesehen. Wo steht denn der ungefähr? Der steht mitten auf dem Feld, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, dann werfe ich mich jetzt mal von oben nach unten auf ihn drauf. Okay. Ich hab seinen Motor. Lass noch was schnell schießen, das ist jetzt in A. Bring die großen Geschütze mit. Irgendwas habe ich getroffen. Ist gut. War ein Gegner, glaube ich. Ich hab einen. Ah, ich hab ihn. Revenge. Ja, Hugo. Wir müssen uns A jetzt echt mal holen. Ne, das ist tot. Das ist tot, ja. Ja, ich hab mir gedacht, anstatt Double Tap mache ich mal 200er Tap oder sowas. Okay. Magst du mal bei B gucken? Ja. Ich fahr jetzt mal zu B rüber. Kann es ja nicht angehen, dass die uns hier fertig machen. The glorious Russian Empire. Was ist das? AS-42. Jetzt hätte sogar killen können! Ja, seine beiden, er ist, glaube ich, ein High-Level-Spieler, denn seine beiden Besatzungsmitglieder sind jetzt hellrot. Comrade David. Okay. Oder eher David.
Jetzt haben wir deinen zweiten Account gefunden. Den er nebenher mit den Füßen steuert. Ja, nee. Oh, dreh dich, fette Sau. Ja, wir fettshamen hier. Aber das Ding ist auch fett. Nennst du den BT5 fett oder bist du gar nicht der BT5? Nee, ich bin im T35. Okay, das Ding ist fett, ja. Also, ist das der größte russische Panzer? Also ich glaube von der schieren Länge schon. Ich weiß jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Okay, was ist da noch in B drin? Ja. Gewesen, tot. Der Squeezy. Ah ne, 140er. Och komm, jetzt verliert unser Team A schon wieder. Nee. Au, hier von oben vom Berg. Oben vom Berg. Ich werf da mal Artillerie hin. Direkt bei C. Oh ja, ich sehe. Die Fahrer weg. Wo ist er denn? Weg. Ah, sehr gut. Toll die. Hier ist gerade einer lang gefahren. Ich fahre mal zwischen A und B. Oh, nee, gib Gas. Weg. Oh. Alter Falter. Wäre ich jetzt ein High-Tier-Panzer, wäre ich tot gewesen. Nee, Kumpel. Nee. Nee, David, so einfach nicht geht das nicht. Nee, so leicht mache ich's dir nicht. Mann. Es tut mir leid, ja, ich weiß, du willst den Account leveln. Dann kriege ich vor allem Belohnungen, weil der höher ist. Hilfe da? Ja, könnte schon Hilfe gebrauchen. Bin unterwegs. Okay, Alter. Das ist schon krass. Okay, never mind. Also da steht einer und hinten auf dem Hügel steht noch einer. Nee, nicht der Hügel, bei den Häusern, bei deren Spawn. Groß heißt leider nicht gut. In dem Fall ist er leider sehr dünn gepanzert. Ich meine, was hat der? 30 mm an der Front. Das ist halt nix, ne? Das ist nur ein schwerer Panzer, weil er schwer ist. Ja, ich wollte gerade sagen, für ein Heavy ist das schon... Ja gut, das Neubaufahrzeug bei den Deutschen ist ja eigentlich dasselbe. Nein, das gleiche. Ja, oder der Independent bei denen. Gut, der Independent ist nochmal eine ganze Ecke hässlicher. Ja, oder die japanischen Projekte. Ich hätte so gern den OI im Spiel, oder O1, OI. OI. OI, genau, ich hätte so gern den OI im Spiel. Der wurde zumindest teilweise gebaut. OI, Gaijin, gib OI. Oi, Alter, oi. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Leute, guckt's euch an. Also gibt einfach mal OI Heavy oder schwerer Panzer ein. Das Ding ist so ein massives, ein Kühlschrank ist das. Das ist, lässt jeden KV-2 alt aussehen. Und hat 150 mm Panzerung eigentlich rundherum. Ja, und ist ungefähr so schnell wie ein T95. Ja, das stimmt. Hier fährt er jetzt rein. Ernsthaft, da bin ich auch gerade weggefahren. Wow, seit wann ist die BB1 so unwendig? Sag mal, was haben die denn mit den ganzen Low-Tier-Flugzeugen gemacht? Nicht so unwendig, fand ich die eben gar nicht. Der Wahnsinn, ey. Ein Pilot hat einfach nur zugenommen. Das ist möglich. Ich schmeiß dem jetzt meine Bombe rauf, oder? Also ich könnte ihn jetzt killen. Dann kill ihn. Pass auf, ich hab eben Artillerie im Weg geworfen, pass auf. Das heißt, es wieder darf in deiner Gegenwart keine Artillerie werfen. Kein Assist. Shame. Ich habe ihn aus der Fahrt nicht getroffen. Also getroffen, aber Optik. Hä? War hier nicht eben noch eine Flak? Ich bin konfust.
Alle, nee, scheinbar nicht. Das sieht man auch selten im Load hier. Was denn? Der Gegner hat alle Fahrzeuge verloren. Oh, ja gut, dann. Ne? Aber es ist jetzt wieder einer da. Schnell vernichten. Just because I can. Stimmt. Hit! Also hier, ne? Falls es noch nicht obvious war. Falls das noch nicht klar war. Ist wieder der Italianski. Ja, die hat sich früher besser angefühlt. Früher war eh alles besser, wir werden alt. Ja, das stimmt. Sagt das Küken, ja. Hallo, das ist nicht fair. Reduzieren nicht auf sein Alter. Das hat mich früher immer getriggert in Davids Alter. Alter, ich hab... Davids Alter? Punkt. Alter, ich hab 3 Camos bekommen. Und ich hab den BT7M freigeschaltet für Jans Folge demnächst auf seinem Kanal. Guckt mal vorbei. Dann kann ich auch anfangen zu erfahren. Ah, den erforsche ich ja schon. So, hauen wir direkt noch eine rein. Könnte sein, dass das jetzt ein bisschen dauert. Processing Operation, ja, schön. Außerdem, mein Spiel ist auf Englisch. Wenn ich das englische Begriffe vorlese, ja. So. Aber warum ist denn ein Spiel auf Englisch? Du bist doch ein Deutscher. Ja, wobei ich sagen muss, ich gucke mittlerweile so gut wie alle Serien, Filme und auch Spiele größtenteils auf Englisch an. Ja, mache ich auch. Also, man kann es, also hier im War Thunder ist es jetzt relativ egal. Es ist einfach so Gewohnheit. Aber ich finde gerade in Spielen mit Story oder so ist die englische Synchro meistens einfach viel besser. Ja, ich glaube, es gibt noch nur die Witcher-Reihe, wo die deutsche Synchro richtig gut ist. Ich fand Mass Effect jetzt auch nicht so schlecht. Stimmt, Mass Effect geht auch, ja. Aber es gibt so viele Beispiele, wo die Englisch einfach so viel besser ist. Wo ich es ganz cringe finde, ist dann zum Beispiel bei Forza Horizon, dann hast du dann die halt die Originalstimmen sind halt Briten, weil es in Großbritannien spielt, ne? Sollen wir C holen schnell? C. Okay. Mhm. Aber unteres Bahn oder oberes Bahn? Südlich. Südlicher. Und dann hast du dann so deutsche Synchronsprüche, die versuchen dann deutsches, britisches Englisch zu reden. Ja, sowas ist ganz schlimm. Ja, das finde ich ganz eklig. Wobei ich finde, bei Forza Horizon 4 haben sie es richtig gut gemacht, das Radio. Das Radio, ja, aber jetzt hier die Sprecher, die sie da drin haben für die Charaktere, die klingen auf dem englischen Original einfach so viel besser. Aber das Radio, das übertrifft alles. Das also Radio, jetzt, ich sag dir, das Radio! Nee, das ist richtig gut. Das Radio ist gut, ja. Seit 1 auch schon richtig gut. Weil das genau auf das eingeht, was gerade im Spiel abgeht, so. Schade, ich dachte, ich könnte die Sonne ausschießen. Das ist leider keine Starshell, ne? Ich möchte Low-Tier-Dämmerungsgefechte. Da hätte ich richtig Bock drauf. Nee. Also nicht Nacht, sondern Dämmerung, so wo du halt wirklich noch Sachen erkennst. Das wäre cool. Das nehme ich auch mit. Weißt du, wo die Sonne halt so gerade am Horizont untergeht? Sowas finde ich cool. Außerdem, vielleicht schießt du die Sonne ja aus. Das braucht nur ein bisschen, bis deine Shell da ist. Ach so, ja, stimmt. Die fliegt ja nicht so schnell. Ich meine, selbst das Licht braucht ja, glaube ich, 8 Minuten oder so. Ja, ja, genau. Ihr lernt ja sogar noch was. Ein Wissenskanal. Mhm. Au! Das war doch nicht zurück. Also das passiert ein bisschen oft in letzter Zeit. Weiß. Da vorne kommt was. My booty is tasty, aber... Tja, Artillerie jetzt darunter. Das kommt. Hier. Ich hab... Au! 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 Ich krieg aus der Stadt eine rein. Ja. Gesehen. Hab's gesehen und bin in die andere Richtung gefahren. Ja, kick der Überlebensinstinkt bei Jan. Ja. Ah, warum bist du nur immer hinter mir? Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Die mögen es von da unten nach hier oben zu schießen. Kommt da irgendwie nicht durch? Durch den Gegner? Ich schon, Kommandant Richtschütze. Werde gut, werde gut. Und ich hab Gegner. Irgendwas rot gemacht. Mein Gott, hätte er uns getroffen, es hätte echt wehgetan, ne? Ich hab den in der Stadt, der uns gerade genervt hat. Sehr schön. Also der dich genervt hat. Ja, okay, und der Jan verscheucht hat. Also der vor euch ist weg? Ja.
Very aber well. Da war noch einer. Der hat irgendwas mit MGs geschossen. Aus der Richtung. Ja, ich kann da unten leider nichts sehen, ne? Da ist zu viel Sonne und komische. Ist deine Sonnenbrille nicht dabei, Kamerad? Nee. Und dann auch das, was von dem See da hochkommt an Sonnenstrahlen. Oh ja, das ist echt mies. Ja. Also hier runter sehe ich, erkenne ich echt nichts. Nee, das geht mir auch so. Ja, ich auch nicht. Bist du auch so ein sonnenblinder Mensch? Ja, ich bin sehr hellsichtig. Boah, ich muss dann immer niesen. Das habe ich nicht, aber mir tränen sau die Augen. Also das erste Mal, wenn ich am Tag rausgehe, selbst wenn es bewölkt ist, tränen mir direkt die Augen. Oh, da ist was. Au. Ja, ich kann nicht mehr fahren. Der kann nicht mehr fahren. Und der ist raus. Oh, wollte helfen, David zu rächen. Warum denn zu rächen? Ich bin doch nicht tot. Warte kurz, David. Ja. Aber er hat dir doch wehgetan. Oder nicht? Ja, deshalb habe ich ja Auge um Auge gemacht. Auge um Auge? Also, na, nicht ganz. Aber nein, ich hab's auch beim Autofahren. Ich muss dann mit Sonnenbrille fahren, sonst muss ich die Augen zusammenkneifen, wenn die Sonne so tief steht und so. Sonst machst du immer die Augen zu, gell? Ja, das ist nicht gut. Okay, Gegner, oder? Ja, ich hab, der ist an mir gebounced. Das ist voll mies. Also ich schieße hier quasi zu deren Spawn rüber. Oh, irgendwas hat mich rausgenommen. Ja, der Gegner da vorne. Darf ich dich jetzt rächen? Ja, du darfst mich rächen. Oh. Ich steig mal in ein Flugzeug. Ja. Ares und so. Ja. Ich komm mal mit dem Flugzeug. Ares, der Gott des Krieges, oder? Mhm. Ja, ich hab Wonder Woman gesehen. Oh wow! Das ist deine Referenz für Historie, ja? Das ist meine Referenz, ja. Oh, da fliegt was Fettes. Nein, ich habe auch Assassin's Creed Odyssey gespielt. Wow, Alter. Bittere Pille. Und den Hercules Disney-Film gesehen. Oh Mann. Okay, du wirst beschossen aus deren rechten Spawn. Von dort irgendwo. Ja, aber voll da. Nördliches Spawn. Ich guck mal, ob ich den anfliegen kann. Ja, genau, von daher. Aua. Oh mein Gott, das ist ein großes Flugzeug. Jetzt hab ich schon mal gesorgt. Das hat jetzt erstmal meine Attention. Und er schießt auf mich, bin ich. Ach mal. Hat einer von euch eine Bombe? Ja, ich werfe jetzt meine Bombe auf. Da, hier, der muss weg. Oh, ich wurde von dem M13 weggemacht. Kriegst du ihn? Ja. Also auf Distanz habe ich den gerade nicht durchschlagen. Oh, ja. Doppelkill. Und ich hab den angezündet komplett und komplett platt gemacht. Ach, David, das Lied bleibt auch in der Gruppe. Ich hab den Kill. Ach Gott. Lotier ist Fun hier. Ja, ist echt so. Ich fahr mal nach B. Da frustriert es einen auch nicht so, wenn man mal drauf geht. Finde ich auch, ja. Da ist noch ein Flugzeug über unserem nördlichen Spawn. Trau mich nicht mehr zurück, da ist ein M13. Wo ist der? M13 ist hier. Okay, schwierig von mir aus einzusehen. Er fährt aber den Berg hoch. Also zum Sniper Hill? Ja, er ist jetzt genau hier und schießt auf jemand anders. Das ist meine Chance. Ratatatatatatatata! Bitte. Seh mich nicht, du siehst mich nicht. Er guckt weg. Sprechen. Mann, ich hab grad zugeguckt. Nein. Ah, da ist der Boden. Sollte. Wie unerwartet. Ja, ich guck immer durchgehend zum Gegner und lenk dann mit den Tasten. Das ist teilweise nicht ganz so einfach. Hier ist ein Gegner. Ich werf mal Atem. Dann werf ich einmal Bomben hin. Das sah aus wie eine Sau. Ja, kommt hin, die Franzosen sind im Gegnerteam. Kannst du es nochmal markieren? War hier in der Straße. Also in der Richtung A.
Ja. Oh, ich sehe nichts. Oh, das war eine fette Bombe. So, ich umrund jetzt einmal den See und dann komme ich von hinten in die Stadt. Ist gut, oder? Okay. Wie seht ihr den nicht? Wer ist denn? Der Sau ist doch tot. Nein, nicht der. Der, der mich gekillt hat. Das Ding da. Also, wie ist das denn möglich? Ich bin gleich weg. Mein Motor ist irgendwie nicht mehr da. Wo ist mein Tank? Ja. Also meinst du den Tank oder den Tank? Ja. Oh, hi David. Ja, ich bin gleich tot. Soll ich dich abschießen, damit du Geld bekommst? Nein, ich hab noch Bomben. Die werfe ich noch ab. Schade, dass man die nicht beim Rollen abladen kann. Ich krieg das noch hin. Komm. Da geht er. Verdammt. Ein wahrer Held der Sowjetunion. Nein, ich hab doch gerade Leertaste gedrückt. Von wegen Held, ey, der wird vergessen, der Junge. Sei mal nicht so fies, ja. Ernsthaft, Junge, wie kann man vergessen, die Bomben abzuwerfen? Ich hab's nicht vergessen, der hat mich davor abgeschossen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte auch irgendwo notlanden können, weil der Motor weg war, aber ich bin nochmal zum Schlachtfeld zurück. Ah, ich bin viel zu lange aufgedeckt. Komm schon, kann ich hier hoch, ohne aufgedeckt zu werden? Ja. Sehr schön. Soll ich dich rächen? Soll ich die Flak holen? Kannst du machen. Aber die... Achso, die... Ja, kannst du machen. Okay, sie ist schon tot. Tobi. Da war Katjuscha schneller. Da habt ihr die Katjuscha, ihr habt sie euch gewünscht. Ne, bei dem Event habe ich leider geschlafen, muss ich sagen. Ich hätte sie mittlerweile wirklich gerne. Es lebt noch echt viel vom Gegner. Ja, ich guck grad mal, dass ich A clear. Ich werf mal Arti in A rein. Scheinen drei Gegner zu sein. Noch zwei. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder. Sorry. Oh, cool. Artikel. Nice. Oh, verdammt, der guckt. Und ich schieß daneben. Wo guckt was? Guckt hier. Und er hat verschossen. Wo bist du? Da bist du. Kette? Gut. Der Kommandant und Fahrer. Aber der hat keine gute Turmdrehgeschwindigkeit. Nee, der M8 ist nicht gut, was Drehen angeht. Aber er macht Spaß. Den drehst du besser auf der Stelle. Au. Das machen wir jetzt mal nicht, oder? Verdammt, jetzt hat mich echt der Franzose geholt. Jetzt schon wieder eine F-222. So. Aber wir haben gewonnen. Ja. Und das lief echt gut. Also es hat Spaß gemacht. Wir hatten Spaß. Guter Ausgleich fürs letzte Mal. Na, damit geht's jetzt besser. Ja, die zweite Runde war jetzt nicht so gut, aber ja. Aber wir sind doch alle zusammen im Scoreboard. Das ist doch auch was. Den BT7. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Wenn ihr ähnlich abische Ideen habt zum Spielen, gerne raus damit. Punktetechnisch bringt uns wenig. Wobei, man kann relativ gut Geld verdienen im Load hier sogar. Okay, die Runde jetzt nicht. Aber die letzte. Habe ich 40.000 bekommen. 13.000 und 19.000. Ja, ist schon okay. Ja, es geht. Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.